Yo, Bitches! Hallo und herzlich willkommen zu Time Attack! Ja, auch ein Hallo und herzlich willkommen von mir. Müssen wir, glaube ich, nicht mehr groß erklären, außer jemand hat sich gesehen, der guckt sich den ersten Part an oder in die Beschreibung unten rein. Genau. Und wir fangen bei 3, 2, 1, los geht's! Es geht weiter. Es geht weiter. Juhu! Los, Mario, rennen! Ab jetzt habe ich auch keine Ahnung mehr, wie die Levels aussehen. Ah. Oh, fuck. Ah, ja. Oh, wie dumm. Lauf. Fuck, ich dachte, da ist was drin. Oh, wie schnell ich sterbe. Oh, nein, wie soll ich denn da drüber kommen? Nein! Oh, ich bin schon tot. Ah. Och, nee. Fuck. Bist du auch tot? Nein, noch nicht. Hoffentlich stirbst du gleich. Ich hoffe natürlich nicht. Ah, ich habe eine Idee. Ging das nicht irgendwie so? Ich glaube, das Lustige ist daran, dass wir voll die Noobs in dem Spiel sind. Ah. Nein, jetzt bin ich tot. Ah, verdammt. Oh, ich habe gerade eine coole Idee. Ich weiß nicht, ob du die auch hattest. Ich hoffe nicht. Weil, okay, das war jetzt blöd. Okay. Falls dir das nicht eingefallen ist, habe ich mir jetzt einen ziemlichen Vorteil verschafft, glaube ich. Echt? Nein, jetzt bin ich gestorben. Oh, dann ist der Vorteil doch nicht so groß, hä? Jetzt ist der Vorteil auch wirklich... Boah. Muss ich das ganze Level jedes Mal neu machen? Nee, ab dem Speicherpunkt, wenn du ihn erwischt hast. Oh, na, scheiße. Wenn ihr euch gerade fragt auf dem Screen, was ich hier mache, ich habe keine Ahnung. Ich spiele irgendein Spiel. Kann das sein, dass wir immer noch nicht durchs erste Level durch sind? Nee, bist du auch noch nicht durch? Nee. Oh, Mann. Da, komm, ich brauch dich. Komm bitte wieder her. Ah. Komm. Nein. Jetzt gehe ich das ganze Level rückwärts. Ich bin so blöd. Ach, komm. Oh Mann, Alter. Ich bin so ein Idiot. Ich hab's mir richtig verkackt. War die Idee doch nicht so gut? An sich schon. Was für eine Idee hattest du denn? Ja, was wohl? Zu fliegen? Ja. Das bringt dir aber ab dem zweiten Level nichts, ne? Du bist schon... In welchem Level bist du? Schon im zweiten? Weiß ich nicht. Oh, ich bin schon wieder tot. Ich bin gleich Game Over. Ich brauch auch nicht mehr viel. Ich hab auch bloß noch ein Leben. Ja, was ist, wenn... Ah, wenn man Game Over ist, muss man alles von vorne machen, oder? Startet man von dem Speicherpunkt aus neu. Oh Gott. Wird das Level eigentlich noch gespeichert dann? Nee. Boah. Na fuck. Jetzt habe ich den zweiten Punkt auch schon wieder vergeigt. Echt? Schon gleich wieder am Anfang habe ich es vergeben, ey, glaube ich. Ja, du bist doch eh jetzt schon viel weiter, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Endlich, Mario. Da war das Ziel schon. Oh Gott. Okay, macht gar nichts. Ich denke einfach mal, Ich bin gestorben. Bist du Game Over? Ja, ich bin Game Over. Was heißt das jetzt? Wo bist du jetzt das gelandet? Das sag ich dir gleich, sobald ich rauskomme. Alter, das kann jetzt echt sein, dass ich mir jetzt den Punkt vergeigt hab. Bist du noch beim selben Level jetzt? Oder beim Level davor? Oh, ich muss das erste Level nochmal machen. Oh, geil. Scheiße. Aber du verarschst mich nicht, oder? Nee. Nein. Oh. Okay. Aber ich habe auch nur ein Leben, das ist ein Problem. Das heißt, mir kann das gleich auch passieren. Das ist halt echt gefährlich bei den Leveln, weil das... Ja, wenn man da so rennt und nur Unfug macht... Richtig. Kann ich mich hier nicht ducken? Oh Gott. Ah, da. Komm, weg. So. Das haben wir gerade gut gelöst. Habt ihr das gesehen? Ja, habe ich gesehen. Hast du gesehen? Sah gut aus, oder? Aber auf jeden Fall. Das Level hier ist auch blöd, weil da kann man gar nicht durchrennen. Da ist die Geschwindigkeit eh egal beim zweiten. Weil da kann ich ja nicht schneller rennen als der Bildschirm. Ja, klar. Fuck. Zweiter Punkt geht an mich. Oh, what's up? Du hast nur noch ein Leben, wenn du stirbst, bist du auch Game Over. So schnell sterbe ich nicht. Hast du eine Ahnung, wie schnell das geht in dem Level, eh? Aber ich hab auch richtig scheiße gebaut, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, ich schau's mir dann später an in der Aufnahme, was du da so ich hab nur Blödsinn fabriziert.
So wie ich am Anfang in der ersten Folge, ey. Schaut's euch an, lohnt sich echt. Oh, Gott. So. Mann, ich mach die ganze Zeit nur Blödsinn. Das wird nicht mein Part, ey. Ich dreh mich die ganze Zeit. Man kann sich mit diesem Cape so cool drehen. Kreisel Mario. Ey, der, wie so ein Geistesgestörter dreht er sich die ganze Zeit. Komm. Oh, so. Oh, kann man hier... Hm? Oh, da wird mir ja zermanscht an der Decke. Okay. Kann ich hier eigentlich auch fliegen? Bist du immer noch im zweiten Level? Ja, das dauert ewig. Hm. Ah, jetzt habe ich 2 Leben. Hast du noch mal eins bekommen? Mit meinem Unzerstörbarkeitscape kann mir eh keiner was. Echt? Nee. Okay. Ich bin Super Mario, Superheld. Hui. Super Mario, Superheld. Ach, darum heißt das Super Mario. Ja. Mario als Superheld. So, ab ins Geisterhaus. Jetzt wird's gruselig. Oh, nee. Mich hat direkt ein Geist erwischt. Bist du tot schon? Nee, aber kann man denn nicht irgendwas gegen tun, dass die auf einen zufliegen, wenn man die anguckt oder so? Na, ich weiß nicht, ich bin noch nicht im Geisterhaus. Oh Gott. Lauf, Mario. Ah, wie war denn das Rätsel hier nochmal? Das war ganz komisch. Aha. Aha, ich soll nach links. Genau, da ist jetzt so eine Geistertür. Aha. Ich raff's nicht. Ich versteh's nicht. Was war das jetzt? Ach genau, wenn ich jetzt... Ah ja, und jetzt wahrscheinlich so, hä? Hä? Ah. Verwirrend. Verwirrend, falls ihr gerade bei mir auf der Seite zugeschaut habt. Was ist verwirrend? Was hier gerade bei mir war. Das hat mich gerade sehr verwirrt, aber ich glaube, ich bin durchgestiegen. Das würde dich vielleicht auch noch verwirren, falls du dich nicht mehr so gut dran erinnerst. An was denn? An die Stelle im Geisterschloss. Was war da? Ja, das siehst du dann gleich. Da will ich nicht spoilern. Komm, ein bisschen darfst du schon spoilern. Da überlasse ich dir deinen Spaß. Nein, kannst ruhig ein bisschen spoilern. Nö. Vielleicht gebe ich dir ja den entscheidenden Tipp. Maybe. Wollen wir ja nicht. Flieg, Mario. Flieg. Oh ja, also wenn du wirklich Game Over gegangen bist, dann müsste der Punkt echt diesmal an mich gehen, weil ich fliege jetzt schon durch das nächste Level einfach durch. Bist schon am Ende. Gleich. Hui. Aber so lang kann das Level doch gar nicht sein. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt hier... Hä? Ich bin hinter dem Ziel gelandet. Echt? Ja. Okay. Oh yeah! Oh yeah! Und wie sieht's bei dir aus? Was machst du da gerade so? Was fabrizierst du? Ich hab ja neu anfangen müssen, ey. Ja, wo bist du denn jetzt? Bei welchem Level? Also, ist echt Käse. Hä, was ist das für ein Ding? Hä? Kann man das nicht kaputt machen? Ja, das war jetzt wirklich doof. Oh Mann, das ist auch ein bisschen böse. Und ich darf nicht Game Over gehen. Ich muss mir wirklich was einfallen lassen. Wie komme ich denn da hoch? Hä? Nein! Was ist ich versteh's nicht. Wie kommt man denn da weiter? Wo denn? Ich versteh's überhaupt nicht. Da ist so ein Typ, der wirft Hammer und fliegt die ganze Zeit hin und her. Aber ich komme da nicht hoch. Hast du nicht ein Cape? Kannst du nicht fliegen?
Ja, das hat sich erledigt. Oh, Alter. Das war so knapp gerade. Ich dachte gar nicht, dass Mario, Super Mario so ein Spiel ist, wo man... Gott. Wo so die Nerven zerreißt. Eieiei. Jetzt gehe ich eher auf Sicherheit. Aha. Ich gehe jetzt eher auf Sicherheit als auf Geschwindigkeit. Und ich frage mich, wo ich jetzt hier gelandet bin. Die Röhren bewegen sich hier so bescheuert. Das verwirrt mich total gerade. Okay. Okay. So. Nein, schon wieder der Hammerwerfer. Euer Ernst? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich verstehe es nicht, wie man da weiterkommt. Ich muss vielleicht auf seinen Kopf springen, aber das wird sowas von mies. Oh, wenn ich jetzt Game Over bin, ich habe verloren. Ich kann ihn wahrscheinlich nicht mehr... Bist du klein oder was? Ja. Oh, das ist blöd. Ey, wie kann man denn an diesen Dingern hochspringen? Du musst auf den unten drauf springen, weil dann geht er auch tot. Unten, einfach unten gegen die zwei Blöcke da springen. Nein, du verarschst mich. Nee, spring wirklich unten drauf, dann geht's. Nein, dann sterbe ich. Nein, mach's wirklich, ich vertrau mir. Unten drauf springen. Oh, okay, es geht. Ja, klar geht's. Oh Mann, das war eigentlich mein Pech, dass ich dir sowas verraten hab, ey. Nee, ernsthaft, das ist ja blöd. Ich wäre jetzt gestorben, ganz ehrlich. Ja, eben. So sozial bin ich und verrate dir sowas, ey. Ist ja unglaublich. Ja, ich dachte, wenn ich da unten jetzt dran springe, sterbe ich. Nee. Normal okay. Nicht. Oh Gott. Okay, jetzt hast du ein Problem. Das hättest du nicht tun dürfen. Ja, ich... Warum nicht? Ist das schon das letzte Level vom Schloss, oder was? Nee, aber das gehört schon zu den eher späteren Levels. Okay. Also das Level vorm Schloss, ja genau. Ach, komm, Yoshi. Erzähl mal, wo du bist. Ich sag auch die ganze Zeit durch, wo ich bin. Nein, ich sag dir nicht, wo ich bin, hallo? Bestimmt bist du jetzt in einer Sekunde fertig oder so. Oh, die Zeit! Time Attack! Die Zeit läuft bei mir gerade ab. Das ist ja normal. Läuft doch immer ab, oder? Ja, aber ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Läuft ja noch in-game eine Zeit. Richtig. Ah. Die gehört dazu. Die gehört dazu. Ja, die gehört da echt dazu. Du hast immer noch ein Leben, oder? Nein, jetzt wieder zwei. Jetzt sieht's wieder ein bisschen besser für mich aus. Okay. Aber Yoshi musste zu Hause bleiben. Ah, okay. Darf er nicht mit in die Burg? Nee, leider nicht. Boah, die Burg, die hat's aber auch schon ein bisschen in sich hier. Nein! Ich darf jetzt keinen Müll veranstalten hier. Los, Mario, lauf! Ich hab so das Gefühl, dass du mich die ganze Zeit schon verarscht. Bei was soll ich dich denn verarschen? Ich hab wirklich ein Continue verballert. Was soll ich denn machen? Ja, in welchem Level bist du? Vielleicht hast du mich wieder eingeholt. Bestimmt bist du schon auch in der Burg jetzt. Weil ich so lange gebraucht habe. Oh Gott. Lauf, Mario, lauf. Und Time. Nein! Jawohl, doch. Oh, trotz Continue habe ich dich eingeholt, Alter. Oh Mann. Jawohl. Jetzt weiß ich auch, warum du mir das sagen konntest, dass man einfach unten dran springen konnte. Oh, Alter, das war so knapp. Ach, Mann. 2-0. Das kann nicht sein. Oh, Alter, das war so heftig knapp. Ich hab so geschwitzt und trotz Continue hab ich dich eingeholt. Du verarschst mich auch immer. Ich denke immer, ich kann mir noch Zeit lassen. Das gehört zum Spiel dazu. Jetzt bin ich Game... Oh, jetzt bist du Game Over. Nee, ich bin gestorben, aber... Ich glaube, ich muss die ganze Burg von vorne machen. Ja... So, und hier auf meinem Channel könnt ihr gerade schon sehen, wo wir als nächstes hinkommen. Oh Mann, ey. Mann. Lauf, Mario, lauf.
Du bist auch die ganze Zeit so ruhig gewesen. Ich dachte so, ja, was ist Alter, denn weißt los? Wie stark ich mich konzentriert habe, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich nehme die Challenge ernst. Ich nehme die Challenge einfach ernst. Alter, ich muss Spaghetti von deinem Bauch essen, ey. Ich seh's kaum. Alter, weißt du, wie heftig das war? Und du warst ein Stück weit vor mir, ein ganzes Stück weit vor mir. Du hast auch das ganze Level überflogen, wo ich noch drin war. Und ich dachte, nein, Alter. Nein. Ja, das war wegen diesem Typ, der mich da die ganze Zeit aufgehalten hat. Weil ich nicht wusste, dass man da drüber springen kann. Aber okay, nee, du hast es verdient, weil ich wäre da wahrscheinlich eh gestorben. Ja, okay. Warst ja so lieb und hast mir den Tipp gegeben. Ja, klar. Da war ich ja schon lange vorbei. Ja, eben. Ich dachte auch so, woher weiß er jetzt genau, was ich meine? Warum weiß er genau, welchen Gegner ich meine? Oh Mann, ihr seht es hier schon, hier steht ich bin manchmal zu naiv einfach. Ihr seht hier schon ein Schild mit einer 2, genau das beschreibt die Punkte, die ich gerade habe. Und Freaks' Punktzahl, da müsste ich jetzt ganz am Anfang nochmal hingehen, dann würde man die vielleicht sehen. 0. Wo bist du denn? In der Burg noch. Ich bin gleich soweit. Okay. Wie komme ich jetzt da? Da kommt jetzt gleich was, ja? Ja, ich bin jetzt beim Endgegner. Okay. So, drin. Oh. Sehr gut. Wie besiege ich den? Einfach auf den Kopf springen. Der rennt dann aber hoch und lässt sich da fallen, wo du stehst. Also am besten wegrennen, sobald er runterfliegt. Weil wenn der auf den Boden kommt, wackelt der Boden und du vibrierst. Außer du springst. Moment springst, dann wackelt er nicht und du kannst wieder drauf hüpfen. Oh, Schande. Oh, Mist. Ui. Wie viel Leben hat der? Ah, er ist tot. Dreimal. Das war auch wieder knapp gerade. So, und wir beenden die Aufnahme hier, oder? Ja. Eieiei. Danke fürs Zuschauen und seid auch wieder in der nächsten Folge dabei. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das heißt, wir gehen zur Burg 3. Richtig. Also, Leute, macht gut. Haut rein, bis denn dann. Tschüss. Ciao.